Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute unseren Leserückblick für den Februar für euch. Ferris hat gerade meinen Fuß zerstört. Gar nicht wahr. Weil ihm sein ganzer Leserückblick auf meinen Fuß gefallen ist. Ist eine Lüge. Ich bin invalide. Stimmt gar nicht. Ich kann jetzt nicht mehr laufen. Das ist auch eine Lüge. Vor allem das mit dem ganzen Staffel, weißt du, das ist von vornherein gelogen. Das stimmt nicht. Und alles, was er sagt, oh, mein Hardcover. Ich habe gesagt, auch noch ein Hardcover. Ja. Das war Absicht. Ja, wenn man schon hier die Geschichten erzählt, dann muss man auch richtig erzählen hier. Kommen wir zu unseren gelesenen Büchern im Februar. Ferris hatte einen sehr erfolgreichen Lesemonat mit 8 Büchern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. 8 Büchern und ganz viel 5-Sterne-Büchern. Mein Monat war leseärmer als erwartet, wobei ich überlegt habe, wir drehen diesmal, glaube ich, auch ein bisschen früher, weil gerade mal knapp 4 Wochen um sind. Und sonst hatten wir immer so ungefähr 6 Wochen. Dementsprechend habe ich natürlich auch ein bisschen weniger gelesen. Auf jeden Fall habe ich 5 Bücher beendet, wovon eins nicht wirklich viel zu lesen hatte. Dazu kommen wir gleich. Und ein anderes war schon fast beendet. Also. Und eins habe ich aussortiert, weil es mir nicht gefallen hat im Anschluss. Also mein Lesemonat war leider eher durchwachsen. Aber kann man nicht ändern. Der März kann nur besser werden. Ich habe nämlich von meiner Februar-Leseliste noch ganz viele tolle Bücher über, die ich jetzt im März lesen möchte. Und von den 3 Leselisten davor? Die ich jetzt im März lesen möchte. Und da sind tolle Bücher dabei. Es kann also nur besser werden. Und da Ferris deutlich mehr gelesen hat als ich, darf er diesmal anfangen. Deswegen mache ich nämlich auch erstmal 2 Bücher, damit das ungefähr dann zur Abwechslung ist. Passt. Genau. Und das erste Buch, was ich nicht gelesen, sondern gehört habe, ist Die Duftapotheke von Anne Wu, das Turnier der Düfte. Worum es in die Duftapotheke ging, brauchen wir nicht sagen. Das haben wir ja schon in den letzten Videos ein paar Mal gemacht und da haben wir es auch nochmal gesagt, wir wollen es nicht, wir brauchen es nicht sagen und erzählen es dann doch. Wir verlinken euch die Bücher aber in den Infobox. Genau. Jedenfalls, hier geht es ja um ein Turnier, so viel kann ich verraten, steht ja vorne drauf. Ist auch ein sehr interessantes Turnier, hat auch ein paar Überraschungen, sage ich jetzt mal, auf Lager. Mhm. Welche genau, müsst ihr natürlich selbst rausfinden. Das Ende des Buches war auch, ich will nicht sagen überraschend. Ich finde, es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, aber ich habe es trotzdem nicht erwartet. Das Ende auf jeden Fall. Und es gab auch einen ganz lustigen Moment in dem Buch. Da habe ich dir ungefähr, dir hast du schon gesagt. Ich habe Verdächte. So mehr oder weniger. Verdächte? Man erfährt wird ja noch ein bisschen mehr über Lucys Fähigkeiten und allem in dem Buch auch hier. Kommt nochmal so ein bisschen was hinzu. Und dann gibt es so einen Moment, wo ich ungefähr für 5 Sekunden glücklich war, weil ich mir dachte, yay, sie hat's kapiert. Oder so, dann fängt sie an zu reden und denkst so, oh, alles wieder kaputt gemacht hier. Ja, auf jeden Fall immer noch eine sehr schöne Buchreihe, die ich auf jeden Fall weiter zu Ende lesen werde, jetzt auch mit der nächsten Liste, werde ich vielleicht sogar beide Teile hören, mal gucken. Und deswegen immer noch auf jeden Fall eine gute Empfehlung und von mir auf jeden Fall auch 5 Sterne wert, weil es eine sehr schöne und auch gut geschriebene Buchreihe ist. Ich bin gespannt. Allein der Aspekt Turnier weckt mein Interesse an Band 4. Du darfst aber natürlich nicht, das Buch ist jetzt nicht wirklich, das heißt, es ist nicht ein riesiges Turnier mit 500 Leuten. Ja, trotzdem ist das mal schön. Toll. Du wolltest 2 machen. Ach ja, stimmt, ja. welches Buch machen wir als nächstes? Genau, ich habe nämlich Supernova gelesen, den 3. Teil der Grendegales-Reihe. Warum es für eine Grendegales brauche ich auch nicht sagen. Das ist übrigens, heißt Supernova, weil es ist von ihr selbst verlegt, hast du gesagt, ne? Ja, genau, sie hat das im Self-Publishing rausgebracht. Die hat das Self-Published. Ich finde übrigens, so ganz nebenbei, hier sind mehrere Zeichnungsfehler drin, ist mir aufgefallen. Ja, ich gut. Weiß nicht, ob das am Self-Publishing liegt. Wer weiß, was sie als korrekter Rat oder so da gehabt hat. Genau. Ne? Ich meine, ist ja nicht wichtig, tut der Geschichte ja nicht viel, dass es immer noch derselbe Text da drin steht. Besser so als gar kein 3. Band. Ja, ne? Weil der wäre ja sonst nicht erschienen. Vor allem, der hätte mich ziemlich aufgeregt. Ja. Erstmal das, würde ich sagen, das, worum es geht, brauche ich nicht sagen. Superhelden gegen Bösewichte. Nein, das sind keine Bösewichte, kann man nicht genau sagen. Superhelden gegen Anarchisten. Ja, mehr oder weniger. So heißt es. Das Schöne halt an der Buchreihe ist, es geht halt um Grunde, weil also Adrian ist ja eigentlich sozusagen der Gute und Nova ist ja mehr oder weniger die Böse. Wobei das natürlich immer, das Schöne ist halt bei der Buchreihe, es stimmt nicht so ganz, weißt du? Das ist nicht einfach so, ja, der eine ist gut, der andere ist böse, die bekämpfen dich, der Gute gewinnt, fertig Buch, Film, Ende oder sowas. Das ist hier halt nicht. Hm. Hier hast du wirklich diesen Aspekt, die haben wirklich beide gute Ansichten, wobei die halt, ob sie nur durchgehen, bei jedem ist halt so die andere Sache, ob das macht, weil so viele das wünschen, ne? Und es geht halt auch so ein bisschen dann darum, wie Nova halt zwischen diesem Zwiespalt ist, dass sie ja eigentlich eine Anarchistin ist und auf der anderen Seite aber dann bei den Renegades ist und auch bei Adrian,
was sie sicher nicht schlecht findet. Und deswegen auf jeden Fall eine sehr interessante Reihe. In dem Buch kann ich im dritten Teil natürlich schlecht sagen. Es ist natürlich das Ende. Es gibt einen sehr großen Kampf, der über, glaube ich, das Hälfte des Buchs geht, aber auch ein sehr fieser Moment bei dem Kampf bei. Du denkst kurz, ich hatte am Ende vom zweiten Buch, hatte ich die Ahnung, wie der dritte Teil vielleicht enden könnte. Mhm. Wie das der ganze Kampf vielleicht auflöst. Mhm. Ist auch passiert, nur blöderweise ist es ein bisschen tief gelaufen. Und dann lief es alles nur noch bergab. Ziemlich bergab. Und das Ende hat mich dann doch sehr überrascht. Ich habe auch, der Titel Supernova hat nichts mit dem Charakter Nova zu tun. Oh, das ist nur Zufall, ja. Nein, es hat eine Bedeutung, aber was müsst ihr natürlich selbst rausfinden? Der Name Supernova hat eine Bedeutung. Welche müsst ihr selbst rausfinden? Hat natürlich alles, was mit den Wunderkindern und so weiter zu tun. Und das ist ein sehr fulminantes und auch sehr aufregendes Ende, wo mehr als nur ein Geheimnis gelüftet wird. Mhm. Okay. Also für mich auf jeden Fall auch 5 Sterne, weil es ist eine sehr coole, spannende Buchreihe für mich. Mhm. Ich finde, das wäre auch so eine super coole Serie geworden, weißt du? Na, wer weiß. Bald gibt es ja erstmal Lockwood und Co. und Percy Jackson als Serien. Das dauert noch. Wobei die, glaube ich, Juni oder Juli anfangen zu drehen. Lockwood wird auch schon gedreht. Ja? Ja. Okay. Ja, ich habe bei Percy Jackson gibt's auf Instagram, ja, die Seite habe ich extra abonniert, damit also, ich auf dem Bleib. So, ich habe, glaube ich, auch noch irgendeine Serie gesehen, die Buchreihe, die verfilmt werden soll von Netflix oder so. Ich weiß nicht mehr welche. Die Kane-Chroniken werden ja auch verfilmt. Nee, das meine ich auch nicht. Es war eine, die du, glaube ich, auch nicht liest, sonst hätte ich dir das gesagt. Ach so. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann ein Buch gelesen, was ich im Anschluss leider aussortieren musste. Und das blende ich euch jetzt hier ein. Und das ist Like Snowy Fall. Es tut mir ein bisschen sehr weh tatsächlich, dass es aussortiert habe, weil die Geschichte an sich fand ich jetzt nicht so verkehrt. Bei mir war es tatsächlich eher die Umsetzung, die mich einfach nicht so angesprochen hat. Zur Handlung, also es ist erstmal New Adult, das ist der Start einer Reihe mit wechselnden Protagonisten, also wo wieder die Nebencharaktere im zweiten Mal sonst Protagonisten werden. Und es geht um Paisley. Paisley macht nichts lieber als Eiskunstlauf. Und Paisley oder Paisley? Paisley. Paisley, okay. Sie möchte eines Tages unbedingt nach Olympia und dann, mehr oder weniger übereilt, bricht sie dann auf nach Aspen, um dort auf eine Schule dafür zu gehen, also fürs Eiskunstlaufen, und bekommt dort halt auch eine richtig coole Trainerin und solche Geschichten. Auch Aufbruch dorthin ist aber halt sehr überstürzt, beziehungsweise verläuft anders, als man sich das jetzt vielleicht wünschen würde, weil sie eine ziemlich düstere Vorgeschichte sozusagen zurücklässt in ihrer Heimat. Und sie trifft dann auf dem Snowboarder Nox, hieß er, glaube ich. Mensch. Nox ist ein erfolgreicher Snowboarder, wird von allen gefeiert, ist von allen gekannt und ist in ihren Augen zunächst erstmal sehr, sehr arrogant. Die beiden geraten direkt bei ihrem ersten Treffen heftig aneinander, müssen sich dann aber irgendwie zusammenraufen, weil Paisley einen Nebenjob bei seinem Vater annimmt und ihm deswegen ziemlich oft über den Weg läuft. Das so als Grundstory. Ich fand die Geschichte, wie gesagt, wirklich eigentlich ganz gut. Von der Handlung, von allem, was da so passiert, vom Setting her, Aspen, überall Schnee und so, das war halt schon toll, gerade jetzt im Winter das zu lesen. Ich hatte so meine Probleme mit dem Schreibstil. Es war einfach überhaupt nicht mein Geschmack. Anfangs ging es noch. Ich war anfangs, das weiß ich noch, am Anfang des Buchs war ich richtig begeistert und dachte, boah, ja, das wird richtig, richtig gut. Das wird richtig ein Highlight. Und dann kamen aber so Momente, wo mir der Schreibstil sozusagen die Emotionen beim Lesen kaputt gemacht hat. Also es gab eine Szene, da weiß ich noch, wo die Protagonistin dann irgendwie minutenlang über einen Leberfleck von dem Typen nachdenkt. Und ich dachte, Alter, was stimmt nicht mit dir? Lass doch diesen Leberfleck in Ruhe, konzentrier dich doch auf das, was du da tust. Und das waren so mehrere Momente, in denen halt die Beschreibung oder die Art und Weise, wie etwas geschildert wurde, mich echt eher abgestoßen haben und mich halt aus der Situation, sag ich mal, rausgeschubst haben, leider. Und hinzu kommt, dass am Ende sehr viele Probleme auf sehr wenig Seiten gelöst worden. Und das mag ich halt auch nicht. Ich habe das lieber dann vielleicht, wenn man ein Problem schon mal in der Mitte des Buches löst und ein dann am Ende und das alles vernünftig Zeit hat, sich zu entwickeln und nicht so überstürzt wirkt. Ja, finde ich sehr schade. Ich habe dann lange überlegt, was ich mache, weil Band 2 könnte ja besser sein. Weil, wie gesagt, die Geschichte an sich fand ich gut. Aber Band 2 wird ja wahrscheinlich den gleichen Schreibstil haben, weil es die gleiche Autorin ist. Und deswegen werde ich die Reihe vermutlich nicht fortsetzen und habe das Buch dann knallhart direkt aussortiert. Es tut mir wirklich sehr weh, aber ich habe dem Ganzen aber nur noch so zur Orientierung trotzdem 3 Sterne gegeben. Also es war wirklich schwierig. Gut, ich bleibe noch ein bisschen bei Gut gegen Böse. Und deswegen, wobei das auch nicht hier ganz schlimm, Wächter der Runen von J.K. Blum aus dem Kleinstanfang, eine sehr schöne Buchreihe, auch vom Cover her, auch wenn es dezent unheimlich ist, wenn man sich mitten in der Nacht rumdreht und man sich so ein leuchtender Runenkreis neben einem ist, weil diese Runen nämlich leuchten.
im ersten, so, zweiten Mal, ich glaube, die hier auf der Seite nämlich auch. Sehr interessantes und auch lustiges Detail. So, worum geht es? Es geht einmal um zwei verschiedene Charaktere. Es geht um Finn. Finn ist ein Kopfgeldjäger und lebt in, ich weiß, ich glaube, Silver East war es. Hier ist übrigens eine Karte drin, ich wollte mal nachgucken. Karte! Genau. Ich glaube, er lebt in Silver East, genau. Finn lebt in Silver East, ist Kopfgeldjäger. Und er bekommt einen Auftrag, ein bestimmtes Mädchen zu finden und das abzuliefern. Allerdings ist das Besondere an diesem Auftrag, dass er es lebendig abliefern muss. Herausforderung. Genau. Und dieser Auftrag, diesen Auftrag kriegt er direkt vom Imperium tatsächlich, die ein sehr großes Interesse scheinbar an hier haben. Und er fragt sich natürlich, was wollen die unbedingt mit der Haar? Was wollen die unbedingt mit diesem 17-jährigen Mädchen haben? Dieses Mädchen heißt Ravanea. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Genau, Ravanea. Oder Ravanea. Ja, ja, ist so. Übrigens aus beiden Sichten geschrieben, das Buch. Nur mal ganz nebenbei, gut, wenn wir gerade dabei sind. Jedenfalls, Ravanea ist eine Abtrünnige. Sie wurde schon mal vom Imperium gefangen genommen, hat es aber geschafft zu fliehen und versucht sich jetzt irgendwie in diesem einen kleinen Drecksdorf da durchzuschlagen und zu verstecken. Ja, du kannst das wirklich so, denn so ist es auch gefühlt in dem Buch hier beschrieben, okay, und alles. Und sie versucht sich halt da versteckt zu halten und bloß nicht wieder von diesem Imperium gefangen genommen zu werden. Funktioniert natürlich nicht ganz, Finn schnappt sie natürlich, das ist natürlich kein großes Geheimnis in dem Buch hier. Muss kann man dazu sagen, ich glaube, das steht ja sogar vor irgendwo. Genau. Und er will natürlich immer mehr über sie herausfinden, warum hat das Imperium so ein Interesse an ihr? Und warum ist sie, weiß ich, anders als die anderen, die er mal gefangen genommen hatte? Und dann hat er auch das erste Mal Zweifel, ob das, was er macht, wirklich das Richtige ist und ob es wirklich eine gute Idee ist, sie wieder dem Imperium auszuliefern. Und das ist natürlich dann auch so bei den Charakteren, das hat natürlich viel Streitpotenzial unter anderem und so ein paar Meinungsverschiedenheiten und das ist halt wirklich auch sehr abwechselnd gemacht. Und was halt sehr gut, finde ich, auch bei der Reihe ist, ist es nicht so, dass sie sich plötzlich von einem auf andere wieder dann irgendwann vertragen, sondern es ist wirklich mit der Zeit, weißt du, dass er mit der Zeit herausfindet, was ist da los und sich dann immer mehr, was sich vielleicht eher mehr auf ihre Seite schlägt und so weiter. Okay. Das ist, finde ich, jetzt bei dem Buch sehr gut gelöst. Es gibt eine Szene, die ich nicht ganz mag, weil ich finde, dass sie nicht wirklich zu unserem Hauptcharakter Finn passt. Aber okay, ich glaube, darüber kann man, glaube ich, streiten. Aber sonst, ja, Ende war sehr, sehr fies, sehr traurig. Einer der wenigen Buchende, wo mir ein bisschen die Tränen kamen. Oh! Hast du noch nie bei dem Buch, dass ich da, dass dir da mal eine Träne kam oder was? Ja und? Okay. Nur weil ich ein Kevin, heißt das nicht, dass ich keine Gefühle habe. Hab ich doch gar nicht gesagt, das kam nur so überraschend. Das ist ganz schön sexistisch, weißt du das? Oh Mann, das kam so überraschend. Das ist jedenfalls ein sehr trauriges und emotionales Ende, was mich sehr fertig gemacht hat für den Content, bis ich die letzte Seite kam, was es hoffentlich besser gemacht hat. Ich muss es im Zweiten rausfinden, ob es hoffentlich das bedeutet, was ich denke. Wir werden sehen. Und nachher wird es noch schlimmer. Ja. Oh Gott. Nein, das glaube ich nicht, das kann es nicht mehr werden. Auf jeden Fall, sehr schöne Buchreihe von mir, auf jeden Fall 5 Sterne. Übrigens, lustiges Detail, die Namen in dem Buch, die sind so aufgebaut, die Namen von den Leuten bestehen immer aus den Vornamen der Elternteile. Das sind immer so Vermischungen, weißt du? Zum Beispiel, er heißt ja Finnegan, ich glaube, sein Vater. Ja, ich habe nur gerade überlegt, wie wir heißen würden, wenn das bei uns auch so wäre. Richtig gut. Ja, die Namen hier halt alle zustande. Ne? Also, okay. Ich find Ravanea und Finnegan, das ist dann noch ziemlich gut. Also Finnegan ist ein ganz normaler Name, da haben wir Glück gehabt. Weißt du, einer hast irgendwie Ravas oder sowas, das geht dann, ja genau, einer ist Ravas. Das ist dann schon ein bisschen, ja okay, geht zwar auch noch, aber ist schon ein bisschen Männerkante so. Na gut, kommen wir mal zu was anderem jetzt erstmal nochmal bei mir, bevor man das gerade weitermacht. Und zwar ist das dieses schöne Buch hier, The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes. Vielleicht sollte ich mir das auf die Liste setzen. Das musst du machen. Habe ich gerade überlegt, pass auf, ja. 50 Milliarden Dollar, eine unbekannte Erbe und Firmenwörterische Nachkommen. Sehr gutes Buch. Hat mich sehr positiv überrascht. Worum geht's? Es geht um Avery Grams. Zweiter Vorname ist Kylie. Dass du dir sowas merken kannst, weißt du? Es ist wichtig, der ganze Name. Darum okay. Musst du natürlich selbst rausfinden. Kann ich nicht sagen. Du fändest es ähnlich aus, selbst wenn du darüber nachdenkst. Okay. Jedenfalls ist sie eine 17-jährige Schülerin, die auf eine Highschool geht. Eine sehr schlaue Schülerin. Allerdings tut sie immer so viel, dass sie mit dem minimalsten Aufwand gerade noch die beste Leistung kriegt. Sie tut immer nur, was heißt das? Sie ist faul. Ja, so ungefähr, aber clever. Sie macht genau so viel, dass sie immer noch eine 1 kriegt. Oh. Wirklich perfekt, ne? Okay. So ist sie halt. Und irgendwann geht sie, sie ist eine Waise, sie lebt bei ihrer Schwester, mehr oder weniger, oder am Auto. Frag nicht. Kannst du selbst rausfinden. Jedenfalls ist sie irgendwann in der Schule und da taucht ein Berg wieder der Junge auf. Und zwar ist das Grayson Hawthorne, der ihr erklärt, dass sie in dem Testament von ihrem Großvater Tobias Hawthorne steht. Und das ohne ihr Erscheinen nicht eröffnet werden darf.
Und die fragt sich natürlich, was das für einen Sinn macht. Sie kennt diesen Typ ja gar nicht. Warum sollte sie in ihrem Testament stehen und da extra hinkommen? Und dann reist sie natürlich mit ihrer Schwester, die sie natürlich überzeugt, das zu machen, reist sie dann dahin. In das große Haus der Horsehounds mit ihren, was sind es dann? Ich glaube, insgesamt sind es 4 Enkelsöhne, 2 Töchter von dem Tobias und von dem einen noch der Mann. Oh. Plus natürlich die ganzen Bediensteten und sonst was alle. Jetzt war der Testamentseröffnung und da wird sozusagen die Bombe geplatzt. Und zwar erbt sie nicht nur irgendwas oder Almosen, sondern sie erbt alles. Das Geld, die Immobilien, das Haus, sogar den Staub und den Fußboden, wenn man so haben mag. Und das findet ihre Familie natürlich gar nicht gut, dass sie mal eben komplett enterbt worden sind und sie damit die jüngste und reichste Erbin plötzlich damit geworden ist. Ne? Und das, sie versucht natürlich unter anderem herauszufinden, warum sie das Geld bekommen hat und auch ihre Enkelsöhne wollen das natürlich teilweise herausfinden. Aber auf der anderen Seite muss sie natürlich damit klarkommen, dieses ganze Geld bekommen zu haben, was natürlich einen Nachteil hat. Sie muss ein Jahr in dem Heim wohnen mit der frisch enterbten Familie. Und die mögen sie natürlich nicht alle. Ach, siehst du, ich habe die Großmutter vergessen. Oh Gott, die auch noch. Ja, die habe ich auch noch vergessen. Okay. Ja, jedenfalls sehr lustiges Buch auf eine Art. Aber halt auch sehr mysteriös und ein paar Geheimnisse, die gelöst werden müssen. Eine lustige Stelle zum Beispiel ist mit der Anwaltstruppe, wo Avery zu ihr meint, ihr habt nicht zufällig einen Auftragskiller auf ihrer Gehaltsliste und sie meint einfach nur so eiskalt, nee, aber ich bin sehr kreativ, ich könnte ein paar Kundigen haben. Oh. Gibt's halt viel lustige Geschichte, weil die das natürlich erstmal damit zurechtkommen muss und erfahren muss, was hat die da überhaupt alles, ne? Ich finde, sehr schöne und lustige Geschichte. Von mir auf jeden Fall 5 Sterne verdient. Wow. Dann mache ich jetzt mal 2. Dann kommt das am Ende wieder hin. Ja. Ich habe dann ein Buch beendet, was ich vorher schon längst angefangen hatte als Hörbuch. Teils gelesen, teils gehört. Ich weiß am Ende gar nicht mehr, ob ich es jetzt am Ende komplett zu Ende gelesen habe oder ob ich es am Ende jetzt komplett zu Ende gehört habe. Auf jeden Fall habe ich Teil 5 von Little Stories beendet. Inhaltlich sag ich jetzt nichts mehr. Was hat er an den Finger gemacht? Das ist immer noch, wo ich mir den Daumen in die Autotür gequetscht habe im Dezember. Das ist vom Wasserkocher. Oh. Ja, habe ich jetzt beendet. Ich fand auch Band 5 wieder sehr gut, wobei ich sagen muss, dass es hier so Momente gab, wo ich dachte, boah, also jetzt könnte man ein bisschen Tempo rein, beziehungsweise was bringt uns das, was da gerade passiert für das Ende? So, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es kommt irgendwie nicht so ganz vom Fleck. Aber andererseits hat es hier Aspekte, die halt so neu sind und die ich richtig cool fand. Und es hatte seinen üblichen Witz und Humor. Es ist halt wirklich nur dieser Vorbote vor dem letzten Weißen. Ja, das merkt man. Das alles, merkt man, genau. Und das merkt man halt. Und dementsprechend bin ich jetzt aber natürlich sehr neugierig auf den letzten Band, den ich jetzt auf meiner Februar-Leseliste hatte, aber leider nicht geschafft habe. Das wird dann hoffentlich jetzt im März klappen. Und ja, war auf jeden Fall wieder sehr, sehr schön. Oh, ich muss mir unbedingt die Karte im 6. nochmal angucken. Und ist, glaube ich, dieselbe. Sicher? Obwohl die... Nein, da ist noch was anderes, aber ich würde es mir noch nicht angucken. Zumindest jetzt nicht, so nicht, solange du anfängst zu lesen. Okay, naja, auf jeden Fall gute Fortsetzung. Ich freue mich auf Band 6 und bin ein bisschen traurig, dass das Ganze dann bald vorbei ist. Und diesmal hat Land of Stories 4 Sterne von mir bekommen. Und dann habe ich gelesen, sehr gehypt wurde es ja, Heartstopper von Alice Oseman. Das ist es, was verfilmt wird von Netflix, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob von Netflix, aber das ist es, was verfilmt wird als Serie. Jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß mal nicht, ob es Netflix oder Disney war. Ist ja auch erstmal egal. Also als Serie kann ich mir es tatsächlich gut vorstellen. Hier geht es ja um Nick und Charlie. Und Charlie ist halt ganz offen homosexuell. Nick dagegen ist da der Rugby-Mannschaft und ja, ganz hetero. Das zumindest glaubt Charlie. Doch dann verbringen die beiden sehr viel Zeit miteinander. Und es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen ihnen und Charlie weiß, dass er sich halt in Nick verknallt hat. Bei Nick jedoch dauert das Ganze ein bisschen länger, bis er sich das eingestehen kann und das ist im Prinzip die Geschichte. Es ist ein Reinstart. Ich muss sagen, ich fand es süß. Ich mochte auch die Bilder ganz gerne. Also ich mochte so den Stil der Zeichnungen. Und es war eine süße Geschichte, kann man zwischendurch wunderbar gut weglesen. Es war für mich aber absolut nichts Besonderes, muss ich sagen. Also dieser Verlauf der Geschichte zwischen den beiden hatte für mich so rein gar nichts Originelles, sondern war wirklich so total, wie man das in jedem Teenie-Film schon gesehen hat und auch in vielen Büchern schon gelesen hat. Das, an und für sich ist das ja nicht schlimm, weil viele Geschichten in dem Genre folgen so einem bestimmten Ablauf. Aber es gibt in vielen Büchern ja dann doch irgendwie dieses gewisse Etwas, was das Ganze dann doch irgendwie besonders macht. Und das fehlte mir hier einfach. Also das einzig Besondere ist wirklich, dass es halt im Comic-Stil ist, was mir nicht reicht. Und dass es 2 Typen sind, was mir auch nicht reicht. Das ist für mich nichts Besonderes, so gesehen. Von daher kann ich den Hype leider nicht ganz mitmachen.
Ich fand es aber, wie gesagt, süß und ich kann mir das wirklich als Serie... Da könnte man das natürlich sagen, eigentlich, dass das zwei Typen sind, das dürfte ja auch nichts Besonderes sein. Ne? Dürfte, nee, und sag, ist es ja, sag ich, ist es nichts. Also das ist nichts Besonderes für mich und das reicht für mich auch nicht irgendwie als Alleinstellungsmerkmal für das Buch oder so. Aber ich kann es mir tatsächlich, muss ich sagen, als Serie, wenn das jetzt verfilmt wird, sehr, sehr gut vorstellen. Also die werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und das könnte so eine richtig schöne Wohlfühlserie sein. Mal gucken, ich glaube, ich habe 3 oder 4 gegeben. War ich gnädig oder war ich nicht so gnädig? Kurz gucken. Ich glaube, es waren 3. Das hatte mich, glaube ich, überrascht, als ich das gesehen hatte. Das ist dann doch nicht so gut, weil sie immer gut gespielt hat. Ich glaube auch. Mal gucken. Genau, 3. Ferris hat gut aufgepasst. Ja, 3 Sterne. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass ich die Fortsetzung auch lesen werde. Zum einen finde ich die einfach schön. Schöne Hardcover. Kann man schnell lesen, ne? Zum anderen, genau, man kann es schnell lesen. Das ist was, was ich mir in stressigen Zeiten mal vornehmen kann und ich komme schnell durch und sowas brauche ich zwischendurch einfach mal. Und dann bin ich schon neugierig, wie die Geschichte so weitergeht, was die Autorin sich noch so ausgedacht hat, weil da kommen noch mehrere Bände und da muss ja irgendwas passieren. Also ich bin da schon neugierig, ja. Gut. Dann mein nächstes Buch kam erst auch im letzten Monat raus. Ich glaube, am 23. war das. Und am 25. jedenfalls ist das Tale of Magic. Was ich jetzt gar nicht weiß, ist ja genau ein gefährlicher Pakt. Ist der 3. und meiner Meinung nach auch letzte Band der Land of Stories Reihe. Ich habe jetzt nichts von dem 4. gefunden. Und Tale of Magic Reihe. Nicht Land of Stories. Ja. Hängt ja sehr nah beieinander. Na gut, jedenfalls, das ist auch irgendwie Land of Stories. Nein, sag das nicht. Da kommt doch was. Noch ein Spin-off oder so. Sehr möglich. Also zwischen dem und dem cool. Ist auch noch eine Riesenspanne, ne? Ja. Wo war ich hier? Tale of Magic, letzter Band. Genau, Tale of Magic ist meiner Meinung nach der letzte Band. Jedenfalls hat er alles hier ein Ende gefunden. Und deswegen glaube ich, dass der letzte ist. Das heißt nicht, dass es natürlich noch weitergehen könnte, je nachdem. Jedenfalls, worum es Tale of Magic geht, brauche ich nicht erklären. So, es ist ja Vorgeschichte von Land of Stories. Das weiß man. Und da vor allem, besonders im 2. sieht man das. Jetzt gibt es aber eine Sache im 3. Band, was eigentlich gar keinen Sinn macht, was gar nicht passieren dürfte, weil das eine Teil, die eine Szene in Land of Stories dann gar nicht passieren könnte. Vielleicht hat das jetzt was mit zu tun, dass es danach noch weitergeht. Ja, aber eigentlich dürfte es nicht gehen. Oder hat es vergessen beim Schreiben? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er das vergessen hat. Jedenfalls, es ist natürlich jetzt der letzte Band. Ist eine sehr, es kommt auch irgendwann alles auf einmal. Es gibt ja mehrere Handlungen, die jetzt hier mittlerweile nebenbei laufen. Und das, finde ich, hätte dem Buch nicht geschadet, wenn man da auch irgendwie 100 Seiten mehr macht. Wäre, glaube ich, gut gewesen. Dass das wirklich noch ein bisschen ausgeschriebener wird, weil irgendwann am Ende kommt da wirklich alles auf einmal. Hm. Weißt du, alles auf den Haufen schmeißen und alles dann plötzlich noch so das lösen, fertig. Hm. Hätte man für meiner Meinung nach sich ein bisschen mehr Mühe gegeben können. Aber nichtsdestotrotz ist die Geschichte trotzdem auf jeden Fall sehr interessant, wie es zu Ende kommt und auch was da drin passiert alles. Zumindest, weil man doch ein Geheimnis, zum Beispiel, man doch etwas erfährt über Land of Stories, so mehr oder weniger, wie sie zum Beispiel, kennst du diesen. Der hatte doch diesen Raum mit den Träumen, ne? Ja. Mit den, die sind nicht. Ja, ich weiß wieder. Und in dem Buch steht zum Beispiel, wie sie da dran gekommen ist. Okay. Ah, das ist cool, diese Verbindung dazwischen. Genau. Und es gibt auch eine andere, wo sie irgendwas erzählt hat von, wie das schön ist, irgendwie wäre, ein Paralleluniversum zu reisen oder sowas. Das fand ich halt cool. So wieder einfach so ein ganz kleines Detail, das die Bücher verbindet. Ich habe jetzt trotzdem meiner kleinen, vielleicht ist es ein Logikfehler, je nachdem, ob es weitergeht oder nicht. Habe ich den aber, und wenn es vielleicht nicht schlägt, habe ich den trotzdem 5 Sterne gegeben, weil es halt meiner Meinung nach immer noch eine sehr schöne Reihe ist und auch eine sehr schöne Vorgeschichte von Land of Stories. Ja, das Gesamtpaket muss halt einfach stimmen, ne? Und dann kann man schon mal trotzdem 5 Sterne geben. Es ist trotzdem auf jeden Fall eine sehr schöne Handlung und es gibt ja noch einen komplett neuen Aspekt, den man in Land of Stories noch gar nicht kennt über die magische Welt. Und welcher das ist, müsst ihr natürlich alles selbst herausfinden. Aber trotzdem, cool. Von mir hat es auf jeden Fall trotzdem noch 5 Sterne bekommen. Ich hatte dann tatsächlich einen richtig krass guten Lesetag. Das kam so total spontan. Ich bin am Überlegen, ob das Freitag war oder Samstag, weil Freitag würde bedeuten, dass ich eigentlich, also es war auf jeden Fall mein freies Wochenende, aber freitags habe ich ja dann trotzdem wieder so und so lange durchgearbeitet, weiß ich schon nicht mehr wie lange, und bin dann meistens total platt. Also gestern, ich habe es gerade Ferris erzählt, ich habe ein Hörbuch angefangen um 8 Uhr, was nur 5 Stunden hat, da ich auf doppelter Geschwindigkeit höre, dachte ich, gut, bis 10:30 heute Abend, das passt, bis dahin habe ich es durchgehört, höre ich mal einen Abend lang Hörbuch. Ich bin nach einem Kapitel eingeschlafen. So müde war ich. Und das war mein Freitagabend. Das war übrigens Duftapotheke, der 4. Band. Ja, auf jeden Fall weiß ich deswegen nicht genau, ob es der Freitag war, was das Ganze halt noch unglaublicher machen würde. Auf jeden Fall habe ich ein ganzes Buch in einem Abend gelesen. Das war so ein spontaner Einfall. Ich lag auf dem Sofa so voll gelangweilt und dachte, boah, ich hätte richtig krass Lust, mir jetzt ein Buch auszusuchen, das so in einem Rutsch heute Abend wegzulesen.
Und das hat so gut geklappt. Es war, da, also da kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen war das Buch wirklich spannend. Es war Seeing What You See, beziehungsweise Feeling What You Feel von Naomi Gibson. Und hier geht es um Lydia. Lydia ist sehr technikbegabt und hat vor einiger Zeit ihren Bruder verloren. Und generell hagelt es in ihrer Familie so ein bisschen. Und um über diesen Verlust hinwegzukommen und diese Probleme zu bewältigen, hat sie sich eine KI gebaut. Und diese KI entwickelt sich immer weiter unter ihrer Anleitung, wird immer besser, kann immer mehr, updatet sich irgendwann selbst und ja, entwickelt halt immer weitere Fähigkeiten, bis es so weit kommt, dass diese KI Lydia wirklich überall hin begleitet und tatsächlich auch irgendwie anfängt, einen eigenen Willen zu entwickeln. Und das bringt Lydia und diese KI letztendlich in Gefahr. Ich will nicht zu viel verraten, weil die Richtung, die diese Geschichte einschlägt, ist echt krass. Auf jeden Fall war das Buch super spannend, was sicherlich ein Grund war. Ich meine, ich habe 3 Stunden oder so gelesen und war durch. Und das Buch hat, und ich habe wirklich entspannt gelesen. Also ich habe zwischendurch sogar noch Pausen gemacht. Und das Buch hat über 300 Seiten. Also das ist schon eine Leistung, finde ich, wenn ich bedenke, wie langsam ich sonst manchmal lese. Liegt zum einen am Buch und zum anderen bin ich fest von überzeugt, ich habe mein Handy ausgeschaltet, als ich das Buch gelesen habe. Ich habe es komplett ausgemacht, damit ich gar nicht erst in Versuchung gerate, dran zu gehen. Warum machst du das nicht öfter? Hättest du vielleicht noch eins Bücher gelesen? Ja, das dachte ich mir hinterher auch. Warum machst du das? Weil ich generell dann nicht mehr gelesen habe jetzt die letzten Tage. So viel. Weil ich einfach nicht dazu kam. Aber das muss ich echt in Zukunft öfter machen. Weil dann gar nicht so die Versuchung drauf war, so, oh, da kam eine Nachricht, gucke ich doch nochmal kurz, von wem die Nachricht ist und zack, ist man schon am Antworten und düdüdü. Ich habe irgendwie 100 Seiten gelesen, habe dann das Handy kurz angeschaltet, mal drauf geguckt und habe so eine Lesepause gemacht und habe es wieder ausgeschaltet. Und es war richtig krass. Ich war voll von mir selbst begeistert. Ja, zu dem Buch. Also es ist wirklich speziell. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Es ist eine Geschichte, die aber auch irgendwie total krank ist. Lydia ist eine Protagonistin. Das ist jetzt nicht so eine typische, ich identifiziere mich mit ihr und liebe sie, total Protagonistin, von der man unbedingt will, dass es ihr am Ende der Geschichte gut geht. Es ist eine sehr, also sie hat mich gespalten, sage ich mal. Ich konnte sie einerseits verstehen, andererseits hat sich das echt in eine Richtung entwickelt, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, was geht in ihrem Kopf vor sich? Und diese Beziehung zwischen ihr und der KI hat sich auch in einer Art und Weise entwickelt, wo ich anfangs nie mit gerechnet hätte, wo ich immer nur da saß und dachte, boah, das ist so krank, das ist so gestört, das ist so verrückt. Was genau passiert da? Was geht da ab? Ich kann es gar nicht glauben. Und das Ende, es ist so ein Ende, also ich denke schon, dass es das Ende ist. Es wäre aber tatsächlich ein zweiter Band möglich. Und es gibt 2 Möglichkeiten, was in diesem zweiten Band passieren könnte. Also ich könnte mir einen Band vorstellen, wo es wieder um Lydia geht. Ich könnte mir aber tatsächlich auch einen zweiten Band vorstellen, wo es um einen Charakter geht, der am Ende des Buchs erst vorgestellt wird, weil sich das voll anbieten würde. Aber ich glaube, es ist ein Einzelband. Also sie hat das Ende nur so gemacht, damit man halt so hängen bleibt in der Geschichte, sage ich mal. Es war auf jeden Fall richtig krass gut, aber irgendwie auch stellenweise sehr befremdlich. Ich habe dem Ganzen letztendlich 4 Sterne gegeben, weil ich so durch dieses Befremdliche konnte ich ein paar Situationen nicht so ganz nachvollziehen und dachte mir so, nee, das ist mir ein bisschen zu viel. Vor allem bis zu einer Szene, wo ich dachte, okay, irgendwie so moralisch und politisch und so ist das jetzt auch irgendwie nicht so ganz korrekt, was da jetzt drin steht. Wo ich so dachte, okay. Aber ja, es war wirklich, also es war trotzdem, ich kann es euch trotzdem empfehlen. Also es hat sich auf jeden Fall in meinem Kopf festgegraben, das Buch. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Könnte auch was für dich sein. Ich glaube, das war auch auf meiner Weihnachtsliste. Ja, ich glaube, das war eins von denen, wie wir beide auf unserem Adventskalender-Listen-Ding hatten. Ja, jedenfalls. Okay, mein nächstes Buch, was ich gelesen habe, ist das hier, der erste Band der Woodwalkers. Da fällt was raus. Ja, das ist dieser komische Zettel hier. Das war noch bei Zuckermeister, mit deinem Ding da auch immer im Kopf. Ich weiß, welches Buch ist das? Bin mir keiner Schuld bewusst. Egal. Jedenfalls, Woodwalkers, Carrick's Verwandeln von Katja Brandis. Worum geht's? Es geht um Carrick. Carrick von Katja Brandis habe ich noch ein Buch. Fällt mir nur gerade so ein. Entschuldige. Carrick ist ein Woodwalker, das heißt, er ist ein Gestaltwanderer, aber er hat nur eine andere Fähigkeit. Er hat nur einen anderen Körper, sage ich jetzt mal. Er ist ein Panther und lebt in, weiß ich, der Rocky Mountains waren es, glaube ich. Und er kann sich in einen Menschen verwandeln. Das ist sozusagen die Fähigkeit der Woodwalker und von denen gibt es auch mehrere Arten. Das heißt, er ist jetzt ein Panther, es gibt noch eine Katze, eine Maus und so weiter. Das Coolste ist das Rothörnchen, also oh. Das ist der Charakter der ganzen Geschichte. Süß. Komme ich gleich noch zu. Und halt, er will halt in diese Menschenwelt rein und das kennenlernen und alles. Schafft er auch mehr oder weniger, ist
Gut, ist auf einer Seite eine ziemliche Lücke, weil das dann doch relativ einfach gelöst worden ist. Allerdings ist das Buch ja auch für eine etwas jüngere Zielgruppe als jetzt uns beiden. Wir sind ja schon sehr drüber, deswegen finde ich, sehe ich das auf jeden Fall hier ein bisschen anders. Da kann man das auf jeden Fall machen. Und er geht dann halt auf diese Schule für Woodwalker, wo sie halt lernt, wo ihre... Ist das dein Ernst? Bestseller! Nicht... Oh, ich bin der Bestseller! Wo sie lernen soll, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Und da gibt es natürlich auch ein paar Schwierigkeiten. Unter anderem, es ist eine Schule, da gibt es immer ein paar gute Menschen, da gibt es immer ein paar schlechte Menschen. Ist auch hier relativ einfach zu erklären, wer welche ist. Und mehr ist es im Grunde auch nicht. Es ist halt, der versucht hat natürlich da auf dieser Schule zurechtzukommen. Dieser blöde Zettel, Alter, ne? Ah ja. Jedes Mal dasselbe mit diesen Drecksbüchern hier. Hat er nicht gesagt. Sie versucht war, in der Schule genau, zurechtzukommen. Er versucht halt in der Schule zurechtzukommen und gibt natürlich ein paar Schwierigkeiten. Das ist ja erstmal so der erste Band. Und es gibt einen, der sich sehr für interessiert, was er auf dieser Schule macht und so weiter. Und für seine Fähigkeiten. Mehr verrate ich darüber nicht, das müsst ihr selbst rausfinden. Tudum. Dann zu den Charakteren. Carrick ist ein ganz interessanter Charakter. Man muss natürlich, finde ich, bei dem Charakter sehr darauf achten. Man muss natürlich sich bewusst sein, er ist jetzt eigentlich kein Mensch. Er ist jetzt in den Rocky Mountains aufgewachsen. Hat dann eine Zeit lang bei den Menschen gelebt und ist dann erst auf die Schule gekommen. Also er ist nicht den ganzen Tag, den ganzen Leben sagen, ein Mensch gewesen. Das muss man, finde ich, so ein bisschen beachten, wenn man die Charaktere bewertet. Und dann eben mein Lieblingscharakter ist Holly, nämlich das Rothörnchen. Man könnte ja meinen, als Rothörnchen, weißt du, hast ja nicht die beste Karte gezogen, ne? Als Woodwalker, ne? Du bist klein, süß und ungefährlich. Ja, und du hast auf der anderen Tasse Haufen Fressfeinde. Oh, ja. Da muss man ja dran denken. Man könnte ja meinen, der Rothörnchen ist ja eigentlich, war cool, ich wäre ja viel lieber ein Panther gewesen oder ein Wolf oder sowas, oder vielleicht auch eine Gazelle, damit ich groß bin oder sowas. Und sie ist einfach nur ein kleines Rothörnchen, was ziemlich viele Fressfeinde hat. Aber ich finde bei Holly, das merkt man einfach gar nicht, die scheint den Spaß ihres Lebens zu haben als Rothörnchen, unter anderem beim Autobeklauen. Ist ja nicht ein, was sie zweimal Schwierigkeiten bringt. Oh. Einmal wo sie nämlich abfuhr, ja genau. Ich finde Holly ist ein sehr lustiger Charakter als Rothörnchen. Es gibt auch den Kater, der sein ganzes Leben lang bei den Menschen gelehnt hat, als Hauskatze. Das stelle ich mir ein bisschen seltsam vor. Du bist eigentlich ein Mensch und lebst dann als Haustier? Nein, er ist ja eigentlich eine Katze, aber er lebt als, aber er hat, er ist, das sind, Woodwalker sind Tiere, die sich in Menschen verwandeln können. Ach so, umgekehrt. Ach so. Das ist halt so der Clou an der Sache. Es sind keine Menschen, die sich in Tiere verwandeln können, sondern Tiere, die sich in Menschen verwandeln können. Aber sie können dann wie Menschen sprechen? Ja, sie sind ja trotzdem irgendwie Menschen. Naja, aber eigentlich sind sie Tiere, das heißt, sie müssen die Menschensprache ja extra gelernt haben. Nee, die können das halt. Und wenn die als Woodwalker verstehen, die verständigen sich auch mit so einer Art Gedankensprache, wie so Telepathie. Könnt ihr selbst lesen, müsst ihr selbst rausfinden. Ja. Auf jeden Fall können sich halt als Menschen halten. Ja klar, sie müssen die Sprache natürlich auch irgendwie so ein bisschen lernen. Rechtschreibung und alles, ne? Müssen wir ja auch. Na, aber sonst sehr lustige Charaktere auf jeden Fall. Sehr schönes Buch. Ich habe ihnen 5 Sterne gegeben, weil auch wenn es vielleicht ein bisschen kurz ist, aber ich denke mal, das ist, ich habe das so gelesen, das ist nicht wirklich für unsere Zielgruppe, das sind natürlich für etwas Jüngere als wir. Und dafür, finde ich, kann man auf jeden Fall die 5 Sterne geben, dafür ist es verdient, finde ich. Cool. Mein letztes Buch war dann nochmal aus der Kategorie Romance. Und zwar habe ich Finde mich jetzt von Katinka Engel gelesen. Achso, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte. Heartstopper war das erste Buch von meiner Challenge mit den 3 Büchern, die ich lesen muss, bevor ich wieder neue Bücher kaufen darf. Das wollte ich nochmal kurz an der Stelle sagen. Und das hier war nämlich das zweite Buch von den 3 Büchern, die ich lesen muss, bevor ich wieder neue Bücher kaufen darf. Also 2 Bücher habe ich schon gelesen. Ich bin bisher übrigens stark geblieben, ich habe noch kein Buch gekauft. Das soll auch nochmal gesagt werden. Sind zwar trotzdem einige hier angekommen, aber was soll ich machen? Die kommen halt einfach, ne? Ich habe Finde mich jetzt von Katinka Engel gelesen. Und im Gegensatz zu Like Snow We Fall, was so ein Buch war, wo ich anfangs dachte, yeah, Highlight, was am Ende mich dann doch enttäuscht hat, war Finde mich jetzt ein Buch, wo ich erst dachte, ich weiß nicht so genau, was dann aber doch richtig gut wurde. Hier geht es um Tamsin und Riz. Tamsin zieht für ihr Literaturstudium nach Purley in Kalifornien und befreit sich dabei so ein bisschen von ihrer sehr streng geordneten Familie, sagen wir es mal so. Und will dort neu anfangen mit ihrem besten Freund in der Nähe, will sie da studieren und hat den Männern abgeschworen, nachdem ihr Ex-Freund sie betrogen hat und mietet sich da so eine kleine Wohnung. Und ja, es ist so ein richtig typischer Neuanfang. Und dann trifft sie dort auf Riz und Riz saß seine gesamte Jugend unschuldig im Gefängnis und wurde jetzt gerade entlassen, muss also irgendwie ins Leben zurückfinden. Das hat der Familie aber gar nicht gefallen. Ja, und erstmal muss erstmal seinen Platz finden und überhaupt herausfinden, wie das Leben so funktioniert. Ich meine, wenn man als Teenie oder als Jugendlicher
ins Gefängnis kommt, wo man gerade erst anfängt zu leben. Ja, das erfährt man. Und dann ist man plötzlich erwachsen und auf sich gestellt und wird entlassen. Das ist so ein Riesensprung. Also er muss erst mal klarkommen. Das ist alles überhaupt nicht so einfach. Auch so diese ganzen Kontakte zu neuen Menschen und so, das überfordert ihn alles, weil er auch im Gefängnis einiges mitgemacht hat. Und die beiden treffen aufeinander und ganz langsam gelingt es Tamsin tatsächlich, dass Riz Vertrauen zu ihr fasst und dass die beiden sich näher kommen. Aber Riz hat noch ein Geheimnis und dieses Geheimnis gefährdet die beiden oder die neue Beziehung zwischen den beiden dann ein bisschen. Ah, es war wirklich ein schönes Buch. Es war irgendwie ein Wohlfühlbuch. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch, weil es ist aus zwei Perspektiven erzählt. Und in diesen Perspektiven unterscheidet sich auch der Schreibstil, was immer richtig cool ist. Das finde ich immer richtig gut und finde ich auch wichtig bei solchen Büchern. Aber ich hatte echt Schwierigkeiten anfangs, mich an Riz zu gewöhnen. Weil in seinem Schreibstil merkt man halt seine eher zurückhaltende, sich so einigelnde Art. Also das merkt man halt irgendwie so in der Wortwahl und das war so, also die Distanz war nicht nur zwischen Riz und den Leuten im Buch, sondern auch zwischen mir und Riz war so eine Distanz beim Lesen. Das hat mir anfangs ein bisschen schwer gemacht, aber das wurde dann immer besser und besser. Es ist lustig, es liest sich richtig schön locker, es ist eine schöne Geschichte, eine nachvollziehbare Geschichte. Das Ende war ein bisschen sehr Friede, Freude, Eierkuchen, muss ich gestehen. Das ging so ein bisschen schnell wieder mit der Problemlösung. Davon abgesehen war es aber super, hat mir sehr gut gefallen. Ja, hat von mir 4 Sterne bekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Fortsetzung. Ich habe mir schon durchgelesen, worum es in der Fortsetzung geht, also um welche Charaktere. Das macht mich sehr neugierig. Ich freue mich drauf. Und freue mich vor allem darauf, wenn ich die Fortsetzung kaufen darf. Weil das war so ein Buch, wo ich dachte, boah, ich hätte jetzt voll gern direkt Band 2. Aber ich durfte ihn ja leider nicht kaufen. Aber bald. Ich habe nur noch ein Buch, was ich lesen muss. Das schaffe ich hoffentlich jetzt bald. So, das war mein Lesemonat Februar. Genau. 2 Bücher habe ich noch. Das hier ist das erste. Shelter von Ursula Poznanski. Ein Thriller müsste das sein, ne? Ja, Jugend. Genau. Das ist ein Jugend-Thriller, in dem es auch ein Thema gibt, um ein Thema geht, was wieder typisch Ursula Poznanski ist. Es geht um Verschwörungstheorien. Ist ja auch so ein Thema, hat Verschwörungstheorien, hat jeder schon mal gehört, ne, die Erde ist angeblich, die Erde ist flach, Apollo 11 war, ist eine Lüge, in der Erde gibt es Alien und so weiter. Ich initiere dir einen Chip. Ja, genau, das ist halt die neueste Theorie, in der eben Vogel sind Chips von, ich weiß gar nicht, von wem sie sollen die sein, war es von Buffett, nee, Bill Gates soll es angeblich. Ich glaube, ja, es war, glaube ich, klar, das ist keine WLAN-Chips, aber da hätte man vielleicht überall mal in Deutschland mal Internet. So, oh, kein WLAN, Moment. Ja, wäre doch cool. Genau, und hier gibt es halt um die 5 Freunde, wie heißen die? Benny, Till, Daya und Liv. Habe ich einfach vergessen? Nando habe ich vergessen, scheiße. Genau, es geht jemand um die, die sich nach einer Geburtstagsparty eine Idee überlegen. Und zwar wollen sie einfach mal versuchen, so eine Verschwörungstheorie zu erschaffen und sprühen dann überall so ein Zeichen hin und verbinden das mit der Alien-Geschichte. Dieses Zeichen. Genau. Das wollte ich jetzt nicht verraten, aber okay, dann machen wir es eben doch. Dieses Zeichen hier. Entschuldigung. Spoiler. Sprühen die da überall hin und verbinden das halt so mit so einer Alien-Geschichte und versuchen, dass die Leute dazu überzeugen, das zu glauben, weil sie irgendwie 2 in ihrer Freundesgruppe haben, die sie beweisen wollen. Die sind viel zu leichtgläubig in dem Sinne. Und mit der Zeit, Benny ist da eher so ein bisschen der skeptische Charakter. Er ist aus Designer Sicht das Buch geschrieben. Er ist da so ein bisschen skeptisch, ob das so eine gute Idee ist. Und er will, er hat es am Anfang, glaube ich, eher so mitgemacht, um es halt mitzumachen, mit seinen Freunden ein bisschen was zu machen, weil er ein bisschen Ablenkung haben wollte, weil er so ein bisschen eher so der depressivere Charakter ist. Warum, müsst ihr natürlich alles selbst rausfinden. Möchte nicht zu verraten. Vielleicht, ich weiß nicht, weißt du es noch? Ich überlege gerade. Kannst du dir überlegen, ob es da reinfällt. Jedenfalls mache ich das halt so mit. Es läuft auch am Anfang, läuft es auch noch ganz gut. Alles ist noch ohne Probleme. Und mit der Zeit geht das dann so ein bisschen außer Kontrolle. Und Benny will natürlich das aufhalten, aber seine Freunde sehen das teilweise noch nicht. Und vor allem eine, die möchte das gar nicht. Die will das lieber weiter beobachten und alles. Und dann lassen wir das immer weiter außer Kontrolle geraten, bis sie es irgendwann halt nicht mehr stoppen können. Und ziemliche Probleme verursacht. Ja, so viel zu der Story. Ich muss sagen, an sich ist die Geschichte und die Story da und die Idee dahinter ganz interessant. Allerdings finde ich, am Ende ist eine Sache, die für mich irgendwie so ein bisschen komisch wirkt, die so ein bisschen reingezwungen wird. Ich finde, man merkt gar nicht, dass das in diese Richtung geht, von diesem Ende her. Hm. Das finde ich ja irgendwie ein bisschen komisch. Man hat kein Klima, dass das in diese Richtung gehen soll, bis es dann halt plötzlich da ist und man erkennt, oh, jetzt, okay, jetzt war das so und so oder wie. Und für das und das. Bis es halt wirklich, okay, jetzt ist das da und dann kommt diese ganze Erklärung. Finde ich ein bisschen gedrungen. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr hinzeigen können, dass das in diese Richtung vom Ende geht, das finde ich. Aber auf jeden Fall trotzdem ist es eine sehr interessante Geschichte, die das auch wieder so typisch Ursula Poznanski etwas nur ganz Alltägliches, Normales nimmt und das einfach ein bisschen weiter denkt und das einfach ein bisschen
übertreibt so ein bisschen. Deswegen, trotzdem ist ein sehr schönes Buch von Ursula Posnanski. Ich war mir jetzt nicht so sicher. Ich habe jetzt gesagt, zwischen 4 oder 5. Ich glaube, auf Goodreads hatte ich jetzt, glaube ich, 4 gemacht. Hm. Aber ich weiß, ich war so bei 4,5 oder sowas. Eben wegen diesem einen Aspekt am Ende. Das ist halt wirklich, ist halt Geschmackssache. Aber trotzdem ein sehr schönes Buch von dir, von Ursula Posnanski. Und dein letztes. Genau, brauche ich nicht viel zu sagen. Der 4. Teil von Keepers of the Lost Cities, der Verrat, kam am 28. glaube ich raus, das weiß ich noch. Ich weiß auch schon, dass ein oder andere das Buch auch schon gekauft haben und ich angefangen glaube ich noch nicht, aber auf jeden Fall gekauft, weil ich mit das Vater deswegen geschrieben hat. Oder die mir deswegen geschrieben hat. Ach so, ja, okay. Genau, jedenfalls ist das der 4. Band. Vor allem jetzt merke ich auch gerade, ach ja, stimmt. Ich war gerade überlegt, wie das ist der Verrat, aber jetzt weiß ich ja, wer das war, okay. Der Titel ist nicht gerade gut, der ist sehr unheilvoll. Du willst es auch nicht wissen. Nein, ich will es auch nicht wissen. Gott, ich habe Theorien. Kommst du eh nicht drauf. So, sehr schönes Buch. Ich musste oft lachen. Es hat mich damals auch sehr zum Schmunzeln gemacht. Unter anderem, weil Elfen kein Eiscreme kennen, was ich furchtbar finde. Weil was? Weil die Elfen kein Eiscreme kennen. Ach so. Ja, das ist traurig. Apropos, ich habe mir gestern Eis gekauft. Ja. Ich habe auch nicht. Also ich bin keine Elfe. Schade. Theoretisch bist du aus dem Grund keine, weil du braune Augen hast. So, vergessen. Oh ja. Elfen haben keine braunen Augen. Ah. Raum zerstört. Ja, jeweils. Es gibt natürlich hier, man merkt, es geht immer weiter wirklich zu diesen wichtigen Teilen. Es wird auch immer spannender und schwieriger für die Charaktere und alles. Und das ist aber auch, deswegen geht es ja auch so. Es gibt ein sehr ernstes Thema auch in diesem Buch, was auch am Ende sehr emotional endet. Und die versuchen natürlich, dieses Problem zu lösen. Und dadurch müssen natürlich einige Risiken eingehen. Unter anderem landet Sophie zum Beispiel wieder, kommt zur Schule und landet 15 Minuten später wieder im Krankenzimmer mal wieder. Wie immer. Ist nichts Neues, kennt man mittlerweile. Da war es aber irgendwie mit auch selbst schuld. Oh. Na gut, allerdings vielleicht auch irgendwie nicht, je nachdem. Ist wieder so typisch Sophie, weißt ja, du? Kann man dir die Schuld geben, aber irgendwie auch nicht. Ja, sehr interessantes Buch, ich musste mich lachen. Auch teilweise sehr ernst, Ende sehr emotional. Da kann mir auch ein, zwei Tränen, muss ich dazu sagen. Oh. Es war halt voll traurig. Sophie hat mir unter anderem richtig leid getan und die anderen. Mhm. Aber das kann ich sagen. Und es gibt auch noch was Neues. Und zwar kommen zwei neue Charaktere dazu in Sophies Alter. Ah. Die kommen dazu, ich glaube eigentlich ungefähr ein paar Mitte oder sowas. Die sind hier noch nicht so sehr vertreten. Sie haben schon auf jeden Fall einen Sinn, dass sie da sind. Und ich glaube, oder zumindest ich hoffe, dass sie in den nächsten Büchern noch weiter da und sein werden. Cool. Und die mit zu dieser Gruppe dazugehören. Und Kief? Der Kief ist halt auch dabei. So wie die anderen. Okay, das ist gut. Ich will ja nicht zu viel verraten. Hauptsache Kief ist dabei. Und auch hier gibt es mehr als nur ein Geheimnis, was mal wieder gelüftet wird. Und auch die sind sehr, sehr gut. Man fällt auch hier schon sehr viel mehr über Sophies Vergangenheit. Mhm. Als zum Beispiel im 2. und dann auch im 3. Ich bin gespannt. Bei der einen Sache, ich dachte mir, ne, das kannst du nicht, wenn ich nicht gesehen habe. Das ist eine Sache, du glaubst es nicht, bis du die Erklärung liest, bis du darüber nachdenkst. Dann okay. Denkst du ja, ja, scheiße, ist ja logisch, ne? Aber vorher siehst du das einfach nicht. Oje, oje, oje. Zübel. Und es ist ja gut, es gibt natürlich noch ein paar neue Fähigkeiten, die man kennenlernt. Natürlich. Ich glaube, es waren jetzt 4 Stück, habe ich jetzt, wir müssten jetzt, glaube ich, sagen, nee, 5 oder sowas. Unter anderem der Schaller, bist du einfach menschliches Megafon. So ungefähr. Du musst aufpassen, wenn du irgendwo am Lästern bist, nachher aktivierst du aus Versehen deine Fähigkeiten. Ich dachte eher so, stell dir mal vor, du niest und plötzlich gibt es so ein Erdbeben. Ja, cool. Auf jeden Fall, sehr schöne, tolle Fortsetzung von mir, auf jeden Fall wieder 5 Sterne. Ich bin gespannt, wie es dann in 2 Monaten wieder weitergeht mit dem 5. Band. Allerdings wird das richtig traurig sein, wenn die Buchreihe zu Ende ist. Ne? Ja, das glaube ich auch. Wir müssen dann irgendwie eine neue Reihe finden, die wir hypen können. Weil wir hatten erst Dead of Stories und als wir mit Dead of Stories so langsam. Dann habe ich mit der angefangen. Haben wir da, genau, und wenn die jetzt vorbei ist, wir brauchen dann unbedingt eine neue hypewürdige Reihe. Also der Verrat, ich sag gleich, es tut mir jetzt schon leid, dass ich euch das nicht sagen durfte. Oh. Okay, das war unser Lesemonat für den Februar. Yeah. Also sehr erfolgreich, meiner Meinung nach. Zumindest für mich. Ja, für wäre es schon. Ich hoffe einfach, dass der jetzt besser wird. Erzählt uns gerne mal, welche Bücher ihr so gelesen habt. Ihr findet alle die von uns erwähnten wie immer unten in der Infobox. Und dann war es das an dieser Stelle. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Ganz viel Spaß beim Lesen und dann freuen wir uns, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.